Ja, herzlich willkommen. Lange ist es her. Und zwar ein ganz spontanes Video diesmal. Und zwar, warum du vielleicht jetzt kein Gemüse essen solltest oder mal eine Abwechslung probieren solltest. Und warum es jetzt gerade so entscheidend ist. Und zwar, ich schaue mir jetzt viele Wissenschaftler an, vor allen Dingen die, die zum Beispiel Professoren sind und ihr ganzes Leben lang an irgendetwas forschen. Und so bin ich gestoßen auf den Herr Sinclair, den Professor Sinclair von der Harvard-Universität, der so ziemlich sein ganzes Leben lang mit Langlebigkeit zu tun hat und daran forscht mit seinen Forschungsgruppen und auch viel, Anführungsstrichen, versucht wurde zu widerlegen von Hatern. In der Wissenschaft gibt es das ganz genauso. Und er immer gekämpft hat dafür und das Gute wird auf jeden Fall immer siegen. Und das Interessante, was er gefunden hat oder beziehungsweise sagt, das gebe ich euch jetzt mal ganz kurz wieder. Also, als allererstes, wenn man ihn fragt, welche Tipps sind entscheidend, um langlebig zu sein, dann ist es komplett logisch, was er erzählt. Denn es ist so, wenn du deinen Körper an eine bestimmte Grenze bringst, wo er vorher vielleicht noch nicht war oder wo es ziemlich unbequem ist für ihn, dann haben deine Gene und dein Körper allgemein immer das Bestreben, die Art zu erhalten. Und das ist auch wichtig so, denn so können wir uns auch verbreiten und fortpflanzen. Und das ist eben auch sehr, sehr wichtig für die Arterhaltung. So, das heißt, solche Momente wie, wo ich in meinem vorherigen Video erklärt habe, sehr heiß, sehr kalt, ja, sehr ausdauernd auf einmal, wenn du vom Tiger wegrennst oder solche Sachen. Das sind alles Momente, wo der Körper merkt, beim nächsten Mal muss ich gewappnet sein, um der Gefahr zu weichen bzw. angepasst zu sein und damit besser umgehen zu können. Und das ist sehr, sehr entscheidend, weil da, wie kann das überhaupt passieren? Denn es werden sogenannte Gene, lebensverlängernde Gene aktiviert. Das sind die Sirtuine, davon gibt es verschiedene. Sirtuin 1 ist zum Beispiel sehr, sehr entscheidend. Und diese werden dann aktiviert in diesen Extremsituationen. Okay? So. Und danach werden diese Gene abgelesen und es passiert was im Körper, dass der Körper nächstes Mal besser damit umgehen kann. Und zwar was? Er wird verjüngt. Denn je jünger du bist, ja, desto besser kannst du mit Anpassungen umgehen von der Umwelt noch. Ja? Ihr kennt das, ja? Früher war man noch Party machen, ja? Heute direkt 3 Tage erstmal flachlegen. Ja? Ihr wisst, was ich damit sagen will. Er sagt auch, dass Krankheit bzw. Altern ist eine Krankheit. Ne? So, das sind wir Menschen. Und das Gleiche passiert bei Pflanzen. So, denn das Interessante ist, wenn Pflanzen sehr viel unangenehme Bedingungen ausgesetzt sind, dann werden die sich eben auch anpassen. Dann werden nämlich ganz genau bei denen auch Gene abgelesen, die Pflanze, deren das Leben der Pflanze, das erhalten lässt. Ja? So, und zwar das sind die sekundären Pflanzenstoffe. Die sind nicht wichtig in dem Sinne für die Pflanze, erstmal für den Primärmetabolismus von Herstellung von Zucker und so weiter. Aber sie sind trotzdem sekundär wichtig, weil Lichteinfluss zum Beispiel kann die Pflanze zerstören. Was macht sie? Sie schützt sich davor. Zum Beispiel Weintrauben, ja, in der Haut. Dort finden Farbveränderungen statt. Oder Mangos, ja, in den bestimmten Carotinoiden, ja, Lycopen und so weiter, die rote Farbe und so. Ja, dort schützen sich die Pflanzen vor UV-Strahlung. So, und warum es gerade jetzt so entscheidend ist, warum die Pflanzen gerade jetzt so gut sind und viel besser als das Gemüse, was du im Supermarkt isst, ist, weil wir eine Trockenzeit haben. Und in der Trockenzeit müssen die Pflanzen sehr viel strapaziert. Das heißt, sie produzieren sehr viel von diesen lebenserhaltenden Genen, die wir auch produzieren. Ja, beziehungsweise ablesen dann die Sirtuine. Und das machen die auch, indem sie ganz bestimmte sekundäre Pflanzenstoffe bilden. Eins zum Beispiel ist auch das Resveratrol. Ja, und das Resveratrol haben wir auch nicht umsonst, ich vor kurzem, auch wegen dem Herrn Sinclair, wegen dem Professor, in jedem von unseren Produkten hineingetan. Es ist in jedem Produkt drin, ja, kostenlos. Ja, weil ich es so wichtig finde, dieses Resveratrol. Hier sehen wir auch eine Studie zum Beispiel, wo mittlerweile immer mehr der Verdacht sich verdichtet, dass es wirklich lebensverlängernde Eigenschaften haben könnte. So, und jetzt das Interessante ist, wenn man diese jetzt bestimmter Hitze aussetzt, die Pflanzen, haben die dann auch wirklich mehr sekundäre Pflanzenstoffe oder nicht? Genau das habe ich für euch getestet. Gehen wir mal ins Voice-Over kurz. Ja, willkommen zurück. Danke, dass du bis hierhin dran geblieben bist. Ich kann dir was sehr, sehr Spannendes sicherlich jetzt zeigen für deine
für ein weiteres Leben und deine Gesundheit, vor allem geht es hier um das antioxidative Potenzial von Linsensprossen. Warum habe ich Linsensprossen gewählt? Sprossen ist der Zeitraum einer Pflanze, wo am meisten passiert auf die Zeiteinheit gerechnet. Ja? Da kann man am meisten, am schnellsten Veränderungen herauslesen und interpretieren. So. Mit Temperaturstress sehen wir hier, und zwar wichtig hier, von bis 4 Grad, das ist zwar die Kältegruppe TC und die Hitzegruppe TH bis 40 Grad. Sehr interessant ist eben auch, dass wir unsere Sprossenprodukte, die wir jetzt bald anbieten, die werden jetzt wirklich bald kommen, mit Mahlzeiten, Ersatzprodukten, Gemüse und so weiter, auch nochmal auf 40 Grad erhitzen. Das heißt, es ist immer noch Rohkostqualität, ne? Denn Eiweißgerinnung passiert ja quasi erst circa ab 42 Grad, ja, das ist immer noch Rohkostqualität, aber was passiert, das ist wirklich enorm und das zeige ich euch jetzt, wie Hitze dann sich dann nochmal das Ganze aufs nächste Level anhebt, ja, und zwar, ich werde nicht alles durchgehen in der Studie, aber sicherlich hier, die phenolischen Anteile, das sind sekundäre Pflanzenstoffe, ja, so, und zwar hier DW ist immer Trockenmasse gerechnet und hier sehen wir die Keimdauer in Tagen, Tag 6. C ist Kontrollgruppe, hatten wir gerade, TC ist Kälte, TH ist Hitzegruppe. Gucken wir uns direkt den 6. Tag nochmal an. Und wir sehen hier, eher vom 2. bis zum 6. Tag kein großer Unterschied in der Kontrollgruppe. Dann sehen wir hier einen leichten Anstieg in der Kältegruppe von sekundären Pflanzenstoffen, von den phenolischen sekundären Pflanzenstoffen. Und dann doch merklich von 23,7 in der Hitzegruppe. Ja? So, das ist schon mal sehr schön zu sehen. Dann schauen wir uns die Flavonoide mal an. Und zwar hier Tag 6 und hier sehen wir schon sogar noch einen kleinen Abnehmer quasi in der Kältegruppe. Am 6. Tag kein Prozess und einen deutlichen Anstieg in der Hitzegruppe 40 Grad, wenn man die Sprossen oder die Pflanzen damit nochmal penetriert. Und dann sehen wir die Tannine, ja, da war jetzt nicht großartig Veränderungen zu sehen, aber es kann sich auch nicht auf alle sekundären Pflanzenstoffe auswirken. Aber ich möchte euch diese Tabelle hier nochmal zeigen, denn die ist wirklich entscheidend. Und zwar geht es hier um die Fähigkeit, Radikale zu verbuddeln, sage ich mal, ja, unschädlich zu machen, auch wieder auf die Trockenmasse gerechnet. Am 6. Tag schauen wir uns wieder an und wir sehen hier eine fast Verdopplung in der Hitzegruppe der Pflanze jetzt, nachdem sie mit 40 Grad nochmal penetriert worden ist. Das ist schon wirklich sehr merklich und wir schauen auch mal die Reducing Power, das ist die Fähigkeit, ein Stoff sich selbst zu oxidieren, einen anderen zu reduzieren. Das ist auch das ein Elektronenspender, ein Donator. Das ist was Vitamin C zum Beispiel auch macht. Und wir sehen hier auch den höchsten Wert wieder in der Hitzegruppe, wenn die Sprossen dann 40 Grad ausgesetzt worden sind. Chelating Power ist etwas zu chelatieren, zum Beispiel Alpha-Liponsäure, Glutathion. Das sind die Stoffe, die in deinem Körper Schwermetalle chelatieren und sie dadurch besser, ja, wasserlöslich zu machen, um auszuscheiden. Und wir sehen hier auch den deutlich, also in der Kältegruppe eher noch einen Abfall und in der Hitzegruppe wieder deutlichen Anstieg, ja, mehr als Verdopplung sogar der Fähigkeit. Und wir sehen auch hier jetzt ganz wichtig, Verhinderung von Fettoxidation, ja, das ist immer übrigens auch ein Marker, von Stressmarker bei dem Körper, das Malondialdehyd. Und wir sehen hier fast 8-fach Faktor wurde dieses quasi verhindert, dass Fette bei dir im Körper oxidieren, wenn den Sprossen nochmal 40 Grad ausgesetzt worden sind. Also ich bin froh, wenn unsere Produkte wirklich kommen, das wird richtiges Superfood. Relativ Antioxidanzindex ebenfalls 3-fach erhöht. Ihr seht, hier geht einiges und von daher ist es jetzt wirklich sinnvoll, in der Trockenzeit Pflanzen, die sehr viel Sonne genossen haben, doch zu genießen. Von daher ist es auch immer so traurig, wenn man viel Obst und Gemüse konsumiert, was eben nicht viel Sonne genossen haben kann. Dazu erzähle ich euch aber gleich nochmal weiter, wenn ihr meine Visage wieder seht. Bis gleich. Ja, und ihr seht, es ist wirklich sehr bemerkenswert, ja? Denn gerade Hitze macht das aus. Und gerade die trockenen Brennnesseln jetzt, die haben besonders viel Kraft, ja? Und damit könnt ihr so ein Vielfaches mehr an sekundären Pflanzenstoffe, die eure Gene steuern, ja? Denn die Überlebensgene in den Pflanzen haben Auswirkungen auf deine Überlebensgene. Das sieht man zum Beispiel am Resveratrol, habe ich euch gerade gesagt. Es gibt aber noch andere. Und genau genommen, jetzt sind sie am konzentriertesten in der Pflanze. Von daher an, den Gemüseobst im Supermarkt, dem geht es immer gut, weil die werden gegossen. Die werden diese Stoffe nicht bilden, sondern nur die, die ihr jetzt findet in der Natur. Ja, ich hoffe, ich konnte mal dazu anregen, mal Wildkräuter zu sammeln, denn das ist um ein Vielfaches mal, fachtausend so gut wie momentan das Gemüse aus dem Supermarkt. Und Trockenzeit ist nicht immer im Jahr. Die ist nur sehr begrenzt im Jahr. Und solche Nährstoffbomben findet man nur jetzt in der Trockenzeit.
Dankeschön fürs Zusehen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr auf purazell.de vorbeischaut, meine Liposomal-Supplements, um mich zu unterstützen. Daumen würde ich mich auch freuen. Teilen und abonnieren auf kostenloser Basis natürlich. Und die Mücken werden mich gleich auffressen. Ich muss wieder los. Schönen Tag noch.